Hallo Freunde und willkommen heute mit ein ja, ernstes Thema. Und zwar werden wir über die neulich entdeckte Sicherheitslücke in den Windows-Betriebssystemen reden, beziehungsweise wie wir uns ja, davor schützen können. Betroffen sind alle Windows-Versionen von Windows 7, Windows 8, ja, bis hin zu Windows 10. Und zwar über die sogenannte Redirect to SMB Hack. Ja. SMB, das ist ein Netzwerkprotokoll, mit, ja, mit der Dateien über das Netzwerk ausgetauscht werden, geteilt werden. Ja, ganz kurz zu dem Szenario: Das ist so, dass unter bestimmten Bedingungen wird unserem Rechner ja beim Zugriff auf einen Server bzw. eine Website vorgegaukelt, dass er auf einem SMB, einen File-Server, sogenannten File-Server, ja, zugreift, so ganz allgemein. Und dabei liefert Windows die Anmeldedaten automatisch mit, ja, Benutzername, Passwort. Und die Domäne auch. Passwort ja, ist zwar verschlüsselt, kann aber besonders beim sogenannten schwachen Passwörter, die, ich weiß nicht, weniger als 8 Zeichen und keine Sonderzeichen sind, werden ja relativ schnell geknackt, so dass der Angreifer unsere ja ziemlich einfach Anmeldedaten ja bekommt. Ja, ganz kurz zu der Lösung jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch schon ein Patch gibt, ein Update. Die Lösung ist relativ einfach, und zwar erstellen wir uns einfach eine Regel in dem Windows Firewall oder in unserer Firewall, jetzt in dem Fall in dem Windows Firewall, indem wir hier über die Systemsteuerung, und wenn ihr jetzt vielleicht diese Ansicht habt, könnt ihr hier große Symbole, kleine Symbole umschalten. Hier Windows Firewall. Hier gehen wir auf die erweiterte Einstellungen und dann auf ausgehende Regeln einmal markieren und hier eine neue Regel erstellen. Hier wählen wir ein Port, also wir wollen ein Port blocken. TCP, UDP, okay, klicken auf Weiter, TCP. Hier definieren wir, das ist das einmal das Port 139, Leerzeichen 445 und klicken einfach auf Weiter. Verbindungen blockieren. Also das bedeutet, wir blockieren jetzt alle Verbindungen, die hier TCP auf dem dieser Ports rausgehen, werden blockiert. Verbindung blockiert. Weiter. Hier kann so bleiben. Weiter. Hier ein Name. Ja. SMB Redirect und fertigstellen. Und schon haben wir eine neue Regel hier, die alle Verbindungen nach außen blockieren. Ja, das war's eigentlich schon. Kurz und knapp. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.